Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr ganz easy ein 45k Pack für unter 10.000 Münzen bekommen könnt. Dazu gibt es halt eine passende SBC und die schauen wir uns direkt mal an. Die ganze SBC geht nicht mehr lange, deswegen würde ich euch raten, das jetzt auch schnell abzuschließen. Und zwar heißt das ganze Nationenspiel und ihr seht schon links, die Bedingungen sind echt nicht schwer. Man braucht ein 78er Rating mindestens, 11 Nationen, 3 müssen selten sein. Ja, das ist nicht schwer zu lösen. Ihr braucht dazu einfach nur eine Liga. Ich würde euch empfehlen, eine Top-Liga zu nehmen und dann nehmt ihr dort einfach Karten. Ja, es ist verdammt leicht. Es ist wirklich verdammt leicht. Ihr müsst einfach nur halt 11 verschiedene Nationen reinpacken. Ja, ihr seht hier, ich habe 11 verschiedene drinnen. Ich habe eigentlich, glaube ich, jetzt nur Erstbesitzer reingepackt. Das Ganze geht aber auch wirklich ohne Erstbesitzer. Also, es ist jetzt wirklich nicht schwer zu lösen. Wie gesagt, ihr braucht eine Liga und dann eben 11 verschiedene Nationen. Dann könnt ihr das Ganze ganz easy abschließen. Das kostet wirklich unter 10.000 Münzen und das ist auch wirklich egal, ob ihr jetzt einen Non-Rare oder einen seltenen nehmt, denn man könnte davon ausgehen, dass Non-Rares billiger sind, das ist aber nicht wirklich der Fall. Ihr seht hier, Ogbonna kostet zum Beispiel jetzt so 1200 circa und so ein Van Aanholt, der kostet eigentlich sogar noch weniger. Also es ist wirklich egal, ob ihr Rares oder Non-Rares nehmt, ihr müsst halt mindestens 3 Rares drinnen haben, aber ansonsten ist die SBC echt nicht schwer abzuschließen und man bekommt da eben ein 45k Pack und ich gehe davon aus, dass diese Packs bei diesen SBCs immer weiter steigen. Es ist ja jetzt wirklich jeden Tag um 19 Uhr ein neues Pack rausgekommen, eine neue SBC und die Packs, die wurden immer besser. Am Anfang hat man, glaube ich, irgendwie ein 7,5er bekommen, dann ein 15k-Set, dann ein 25k-Set und jetzt eben schon ein 45k-Set. Ich bin gespannt, wie lange diese SBCs noch kommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man da am Ende vielleicht sogar irgendwie ein 100k-Pack abstauben kann bei so einer SBC und die wird dann sicher nicht mehr als 20k kosten. Deswegen wird es in nächster Zeit, denke ich, noch eine coole SBC geben und wir gehen jetzt auch schon direkt drauf. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr in diesem Pack gezogen habt und ich hoffe... Alter, nein, oder? Wir ziehen keinen Leinwandspieler im 45k Pack und es ist auch nicht Jesus. Oh mein Gott, ist das belastend. Oh mein Gott, ist das belastend. Leute, ich hoffe, ihr hattet mehr Packlack als ich. Oh mein Gott, was ist das für ein schlechtes Pack? Ich bin jetzt wirklich davon ausgegangen, dass wir hier ziemlich sicher einen Leinwandspieler haben. Das ist aber nicht ganz der Fall. Ziemlich schade, das Ganze. Schreibt mal rein, was ihr gezogen habt. Und ja, Freunde, eine kurze Frage noch, und zwar bei den Squad Battles. Wie macht ihr das, beziehungsweise auf welcher Schwierigkeitsstufe spielt ihr? Ich spiele meistens auf Legende, also ich spiele jetzt manchmal so ein bisschen. Ich spiele halt auf Legende, aber ich schaffe es leider nie, irgendwie kein Gegentor zu bekommen. Und so, schreibt mir einfach gerne mal so Tipps und Tricks dazu rein. Das würde mich echt interessieren, wenn ich da irgendwie genug Tipps von euch bekomme. Könnte ich da vielleicht auch ein Video dazu machen dann, oder wenn ich mich dann selber irgendwie mal besser auskenne. Ich bin da gerade so in der Testphase, wie gesagt, Squad Battles. Das ist für mich jetzt ganz neu, weil ich es halt erst seit ein paar Tagen erst, ja, so halbwegs spiele. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wie gesagt, schreibt mir rein, was ihr gezogen habt. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Ja, ich gebe euch noch, ja, Leute, doch, ich gebe euch noch kurz was mit auf den Weg, ja. Bevor ihr jetzt pennen geht oder so, hört euch das bitte noch kurz an. Und zwar hatte ich heute einen ziemlich, ja, interessanten Tag, würde ich mal sagen. Und ich habe im Endeffekt den Schluss gezogen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ihr eure eigenen Fehler einseht. Ja, wenn ihr irgendwo ein Problem seht, wenn ihr eine Diskussion habt oder so und der ganz festen Meinung seid, dass die anderen schuld sind und dass ihr nichts falsch gemacht habt, dann versucht bitte auch trotzdem kurz mal zu denken, yo, habe ich selbst was falsch gemacht? Könnte es vielleicht doch von mir ausgehen, das ganze Problem? Habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Denkt bitte auch an das, also nicht immer nur die anderen sind schuld, sondern seht bitte auch mal eure eigenen Fehler ein und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, das wollte ich jetzt noch mit reinpacken, ja, dann war es mit dem Video, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, vergesst nicht, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao.